Hast du schon mal Erfahrung gemacht mit der Bergalp-App? Also ich habe es mir vor längerer Zeit schon mal runtergeladen und habe mir auch schon ein bisschen reingeschaut und was die alles für Funktionen hat und was man damit alles anfangen kann. Und ich finde es total interessant, weil man ja oft einmal vielleicht in einer Gegend ist, wo man nicht daheim ist und wo man sich nicht so gut auskennt und dann vielleicht gerne irgendeine gute Berg- oder Radeltour unternimmt. Und da ist die Bergalp einfach super, weil da werden die Parkplätze angezeigt, wie viel frei sind, wo man am besten parken kann und eben auch verschiedene Routen. Jetzt da auf die Gringer rauf zum Beispiel gibt es zwei verschiedene Routen. Eine geht über die Brannigbahn rauf mit einer kurzen Wanderung und die andere zeigt einem einfach einen Parkplatz, einen kostenfreien Parkplatz an, wo man dann einfach auf der Rückseite über Wegscheiden aufkommt und das ist eigentlich perfekt und super gut und ich werde sie in nächster Zeit sicherlich des Öfteren anwenden. Ja, super.